Stimmt, es ja. Es läuft so gut. Jetzt geht es noch nicht weiter. Moin Leute, der Marc. Wir sind heute in Wertheim. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir sind im Wertheim Village. Geht schon wieder gut los. Wir sind in Wertheim bei der Firma Gümer und haben uns heute mal einen Ansprechpartner, den Philipp nämlich, geholt. Und der Philipp wird heute mein Gesprächspartner zum Thema der Markt sein. Wie bewegt sich eigentlich der Markt? Was ist denn eigentlich gerade los? So von wegen Campingblase und so. Ihr kennt das Spielchen. Wir gehen rein. Philipp, schön, dass du hier bist. Ist eigentlich ja schon die falsche Anmoderation, weil du bist ja eigentlich immer hier, oder? Ich bin immer hier, ja. Ich finde es auch cool, unsere Kulisse. Wir sitzen nämlich im Venture S drin, ne? Hinten, schön mit dem Blick nach draußen und haben uns gedacht, wir machen es mal wirklich im Geschehen drin, denn wir sind ja hier in unserem Verkaufsbereich und ja, ich bin eigentlich fast immer hier, außer wenn ich mal Urlaub habe oder vielleicht mal früher gehen muss. Das hast du schon gesagt, wir sitzen hier im Venture S, übrigens ein mega schönes Auto, muss man mal sagen. Dieses Auto hat ja so einen kleinen Krähenfuß, den kennst du wahrscheinlich. Eigentlich hat er 255.000 Krähenfüße, ne? Das kann man so sagen, ja. Thema an diesem Auto ist, er ist irgendwie wahnsinnig teuer und trotzdem sehr, sehr innovativ. Ganz tolles Ding, müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, aber er ist wahnsinnig teuer. Jetzt ist es so, dass es ja das ist, was in den letzten Jahren irgendwie so passiert ist. Hatte man jetzt so als Camper das Gefühl, man konnte jede Woche zu seinem Händler gehen und die Preisschilder angucken, war immer durchgestrichen und 10% mehr. Das ging über die letzten Jahre immer munter so weiter und deshalb war jetzt dieses Auto, der Venture S, war für mich auch so, oder für viele andere Camper wahrscheinlich auch so, das erste Ding, wo man gesagt hat, ja klar, jetzt wollen sie 250.000 haben für einen Sprinter. Dass dieses Auto überhaupt gar nicht das Ziel hatte, einen noch teuren Camper zu machen, sondern dass es hier darum ging, eine Vision zu zeigen und die Dinge in die anderen Autos langsam so reinfließen zu lassen, haben, glaube ich, viele Leute an der Stelle noch gar nicht mitgekriegt, weil sie alle noch über den Preis geschimpft haben. Ja, wir haben das ja auch, wir haben den Venture S mal veröffentlicht, auch auf TikTok vor allem, und da sind auch viele unterwegs, die mit dem Camping vielleicht vorher gar nicht, also die schwemmt es dann auch mal rein. Ist bei YouTube ein bisschen anders. Und da kamen dann viele Kommentare, ja, 250.000, ihr spinnt doch, was ist denn das? Ist auch so ein bisschen der Running Gag, dass du halt im Venture S einfach den wahrscheinlich höchsten Quadratmeterpreis im Großserienbereich hast. Das stimmt, ja. Ne? Man muss es einfach mal wirklich die Hard Facts angucken. Ist ein 7 Meter Wohnmobil für zwei Personen mit Aufstelldach. 7 Meter, ja. Krass. Ja. Und das halt für 255.000. Aber man muss auch dazu sagen, das ist gar nicht das Ziel von Hümer, dem im Großserienbereich zu verkaufen, sondern die produzieren eine Handvoll Stück. Aktuell sind sie eh stark damit beschäftigt, die Kundenaufträge abzuarbeiten. Das ist jetzt Prio Nummer 1. Ja. Geht das Fahrzeug? Wird das gekauft? Ja, klar. Echt? Ich habe selbst auf der Messe 3 Stück von den Venture S verkauft. Ja. Nee. Ja, klar. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also, als er rausgekommen ist, war der in aller Munde. Dann merkst du halt auch, also selbst mit den Lieferzeiten, wir haben von Anfang an kommuniziert, vor 24 wird das nichts. Ja? Und wenn du zu spät kommst, kann es sogar noch mehr nach hinten rutschen. Okay. Und trotzdem waren die Leute scharf drauf, weil jeder wollte sich, ähnlich wie beim Tesla Cybertruck, jeder wollte sich halt einen Platz sichern und einfach in der Pole Position stehen bei dem Fahrzeug. Jetzt ist er auf den Höfen, ja, also... Bei uns, wir waren einer der ersten Händler, die ihn bekommen haben. Das ist euer Fahrzeug, das ist nicht so ein Leihauto von Hümer. Nee, haben wir bezahlt, ist hier steht bei uns hier in der Ausstellung und ist auch unser Fahrzeug. Und ist auch, ist es jetzt ein Ausstellungsstück, also der ist jetzt, das ist die Nuller-Serie, spricht man immer davon, also die erste Serie vor der richtigen. Jetzt werden halt nochmal Sachen ausgebessert, es wird nochmal getestet, ausgiebig und... auch wenn das im Handelsblatt schon mal steht, aber es ist extra dafür gedacht, dass Leute sich dieses Fahrzeug anschauen können. Okay. Wenn allerdings Kaufinteresse besteht, also bis der neue nachkommt, kann man den natürlich jetzt auch schon käuflich erwerben. Ja, geht. Jetzt wollen wir mal eigentlich so ein bisschen auf den Markt schauen. Jetzt haben wir festgestellt, da gibt es Autos, die sind ganz schön teuer und irgendwie ist uns ja aufgefallen, in den letzten Jahren ist alles irgendwie nach oben gegangen. Ja. Jetzt hast du ja in deinen eigenen Videos, neulich habe ich gehört, hast du gesagt, die großen oder die dicken Jahre sind vorbei, so ähnlich, sinngemäß. Ich habe irgendwann mal ein Video gemacht zum Thema, die Campingblase platzt. Was ist denn da jetzt mit der Campingblase?
Ja gut, wir müssen immer mal gucken. Also das wird immer gerne so plakativ benutzt, das Wort, ja, der Klar. Camping-Hype ist vorbei und das ist und das ist und was sind, wo sind jetzt wirklich die Hard Facts? Also wir waren, also ich habe es halt immer relativ transparent gestaltet. Ich habe halt gesagt, ja, wir haben jetzt zum Beispiel auf 20 Konsumenten oder 20 Interessenten hatten wir dann 10 Autos oder 5 Autos oder keine Ahnung. Und Das dann, heißt, ihr musstet wirklich zuteilen, wer kriegt jetzt das Auto? genau. Das war tatsächlich so. Und wir haben dann natürlich auch gesagt, ja, warum soll ich dir das Auto jetzt mit X Nachlass verkaufen, Klar. wenn wir Leute haben, denen das wert ist, das Fahrzeug dann wirklich auch zum Listenpreis zu kaufen. Logisch. Was wir nicht gemacht haben, war das Fahrzeug über dem Listenpreis zu verkaufen. Das Haben Händler gemacht? habe ich an der einen oder anderen Stelle auch mitbekommen, aber das ist natürlich ganz klar Angebot und Nachfrage. Und wir wussten, und ich, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht, brauche da kein Mitleid und nichts, aber wir wussten halt, wir haben 30, 40, 50% weniger Umsatz oder weniger Fahrzeuge und wir müssen mit dem leben, was wir haben und haben natürlich trotzdem versucht, wirtschaftlich zu handeln, unsere Kosten zu decken und uns auch einzudecken für Zeiten wie jetzt. Ja, also, dass wir, wo wir jetzt bei dem Thema sind, wo der Markt einfach zurückgegangen ist. Es war halt so ein Switch. Auf der einen Seite wurde viel produziert und auf der anderen Seite ist der Markt zurückgegangen. Das hatte verschiedene Folgen. Klar. Auf der einen Seite ist die Preisentwicklung. Auf der anderen Seite war, dass diese ganzen Corona-Geschichten, wo ein Wohnmobil dann plötzlich die einzige Genau, Urlaubsoption war, die haben sich auch alle aufgelöst. Man kann wieder ganz normal mit dem Flugzeug irgendwo hinreisen, kann dort seinen Urlaub verbringen. Es gibt fast keine Corona, ich weiß nicht, wo es überhaupt noch irgendwelche Regelungen wüsste gibt. ich auch nicht, ne. Und auch das allgemeine Sicherheitsverhältnis hat sich verändert. Also du bist jetzt auch nicht mehr so, oh Gott, da stecke ich mich ja mit allem an, sondern Ja. denkst, ja gut, Urlaub ist Urlaub, ne? Man Ja, genau. kann überall eine Grippe bekommen. Und die Faktoren und dann natürlich noch dieses Thema, dass wir halt sehr viel bestellt haben und immer auch wieder so ein bisschen, ja, sorry, wir müssen wieder, ihr kriegt wieder weniger, Genau. wieder weniger, wieder weniger. Gibt ja Leute, die warten immer noch auf ihr Auto, ne? Das mag es noch geben, ja. Ich müsste mal gucken, bei uns gibt es, glaube ich, auch noch den einen oder anderen, der, wobei, also bei uns müsste, glaube ich, alles durch sein, will jetzt aber auch nicht. Ja, Ausnahmen vielleicht schon, ne? Gibt es mit Sicherheit noch, aber ich habe es schon auch von anderen Händlern, Herstellern mitbekommen, dass da wohl noch Fahrzeuge irgendwo im Rückstand sind und Leute teilweise vielleicht immer noch warten. Das ist natürlich dann auch ärgerlich. Jetzt ist es ja so, wenn ich hier jetzt über den Hof gehe und wir haben ja vorhin so eine Hofrunde Ja. gemacht, da stehen eine ganze Menge Autos. Da sind auch Autos da, wo du siehst, da gibt es von einem Modell mehrere. Da könnte ich jetzt natürlich als Konsument auf die Idee kommen, oh, da hat der Philipp vielleicht ein Problem, wenn da plötzlich, weiß ich nicht, 10 von dem gleichen Fahrzeug stehen. Wie ist denn das für dich? Ist das jetzt so diese Freude, ich kann jetzt wieder liefern, oder ist das, auch jetzt steht der Hof aber ganz schön voll? Oder beides ein bisschen? Tatsächlich beides, ja. Auf der einen Seite finden wir es schön für den Kunde, dass er wieder Auswahl hat. Und natürlich auch wir wieder mehr agieren können. Also wir können halt sagen, aktiv gestalten. Wir sind jetzt nicht mehr so, ja, sorry, wir haben nichts mehr, sondern wir können halt sagen, wir haben, guck dir doch das mal an, wir können es halt wieder ein bisschen anders steuern. Aber du hast natürlich schon einen Punkt. Also was mir bringt das auch nichts, wenn ich von dem gleichen Auto 10 Stück auf dem Hof habe. Klar. Das ist aber manchmal auch die Realität, weil die Hersteller produzieren natürlich gerne Sachen in einer Serie oder in einem Banddurchlauf und dann Okay. machen die 4 Wochen mal ein und dasselbe Fahrzeug und dann kriegst du halt mal deinen Bestand für ein paar Monate. Also wenn Ah, jetzt okay. Sunlight sagt, ich mache jetzt einen Monat lang T68, dann kriegen wir halt mal die T68, die wir dann halt auch übers Jahr verkaufen. Und natürlich denkst du dir dann, ja Mensch, aber ich bräuchte lieber mal da einen T68 und hier. Aber das sind halt so die typischen Herstellerdurchlaufzeiten oder auch die Serienfertigung, sage ich jetzt mal. Das Halt. heißt, ihr bestellt die Fahrzeuge und die kommen dann, wenn der Hersteller das meint, oder ist das so, wie man es ja im Pkw-Segment öfter hört, dass Genau. da transporterweise Autos auch mal kurz beim Händler zwischengestellt werden? Beim Pkw hast du oft auftragsbezogene Geschichten. Also gerade jetzt, keine Ahnung, das beste Beispiel ist die Mercedes G-Klasse. Da wird halt das produziert, was der Kunde bestellt.
Da bringt es auch nichts, irgendwas auf den Hof zu stellen, würde das Fahrzeug wahrscheinlich abwerten. Genau. Das ist bei uns anders. Es wird natürlich schon immer geguckt, wie viele auftragsbezogene Aufträge haben wir drin. Okay. Aber wir geben als Händler immer eine Art Forecast ab, was schätzen wir oder was brauchen wir übers Jahr. Bestellen das dann oder geben sozusagen schon mal so frei, so viel hätten wir gerne. Stimmen das mit dem Hersteller ab und dann machen wir eine Bestellung, wo wir sagen, hey, wir... Beispiel Detlef, sagen wir dann einfach 100 Stück von den und den Baureihen. Das ist realistisch, das kriegen wir, das können wir verkaufen. Ist das auch eine realistische Zahl, 100? Also bei Detlefs haben wir mehr. Ja. Ich will da jetzt nicht über die genauen Zahlen sprechen, weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen... Da haben wir eine große Stückzahl und dann bestellen wir die schon mal vor. Manche sind schon endverkauft, wo wir sagen, ja Mensch, der Puls, der funktioniert so gut. Oder der Alpa ist so ein prominentes Beispiel. Und dann haben wir einen gewissen Vorlauf. Zum Beispiel der eine kommt im Dezember, der andere im Januar, der andere im Februar, der andere im März. Das ist jetzt auch fiktiv, ne? Also bitte nicht drauf festnageln. Und dann können wir dem Kunde sagen, guck mal, wir kriegen einen im März. Du kannst den im März haben, der ist noch vollenderbar beispielsweise. Kannst du noch, Chassis ist mittlerweile schwieriger geworden, aber kannst du noch deine Sonderausstattung frei wählen. Kannst du noch, oder du sagst halt, hey, wir haben gerade einen da oder der kommt erst in ein paar Wochen. Aber da ist die und die Ausstattung drin, zack. Und den kannst du so haben. Oder wenn es dir nicht passt, gehst du halt zu einer Neubestellung über. Es gibt ja zwei Sorten Kunden wahrscheinlich. Die einen, die sagen, ich möchte einen guten Preis haben. Mhm. Und die anderen, die sagen, ich möchte eine ganz individuelle Konfiguration haben. Ja. Gucken wir uns mal den mit der Konfiguration zuerst an. Ja. Da hast du jetzt gerade gesagt, das sind Autos im Vorlauf, heißt das, glaube ich, bei euch, genau, die schon bestellt sind. Genau. Und das heißt, wenn ich weiß, ich möchte dies und jenes Modell haben, dann gibt es Fahrzeuge, die sind im Vorlauf und da kann man dann noch individuell was ändern, oder? So sieht's aus, ja. Okay. Deswegen, wenn du zum Beispiel eine hohe Wahrscheinlichkeit haben möchtest, dass das Fahrzeug noch individuell konfigurierbar ist, ist tatsächlich das nicht schlecht, zu einem größeren Händler zu gehen, weil der hat meistens noch genau das Fahrzeug, was du brauchst im Vorlauf und kann das noch für dich ändern. Was kann ich denn da noch ändern? Farbe, Innenausstattung? Kommt immer drauf an. Ne? Wenn wir jetzt halbes Jahr im Vorlauf sind, dann können wir fast alles ändern, aber auch da ist unterschiedlich. Die Hersteller geben eine Bestellung bei den Chassislieferanten ab. Die sagen zum Beispiel, ich kriege jetzt für den Händler XY, habe ich 50 Fiat bestellt. Mhm. Und dann ist natürlich irgendwann die Deadline erreicht, wo du dann das Chassis nicht mehr ändern kannst. Ah, okay. Ja, dann ist es schon bestellt und es kommt so von Fiat und es wird bei Detlef so ankommen. Und dann kannst du aber meistens noch, also ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber nicht drauf festnageln, so 2-3 Monate bevor es kommt, kannst du noch Ausstattungssachen im Aufbau ändern. Dann kannst du sagen, ich hätte aber gern anstatt der Klimaanlage hätte ich gern die Markise und ich möchte Navi-Rückfahrkamera. Okay. Das kann das Werk dann meistens noch einsteuern. Okay. Genau. Und für die anderen, die jetzt sagen, ich möchte einen Schnapper machen und die jetzt in den letzten Jahren immer gestolpert sind über steigende Preise, da kann man ja, wir haben es ja vorhin gesehen, wenn man bei euch über den Hof läuft, da stehen auch viele Preise mit dem Rotstift dran. Ja. Das sind aber ausschließlich Autos, die hier schon stehen wahrscheinlich, oder? Genau, wir haben immer Bestandsware. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass das gar nicht jedem so klar ist. Das heißt, wir Fahrzeuge, die nicht endverkauft sind, die kommen bei uns auf den Hof, sind für den Kunde sofort erhältlich. Also sofort heißt bei uns, innerhalb von 2 bis 3 Wochen, wenn alles passt, wenn alle Teile da sind. Wir haben es auch schon geschafft, ein Auto am nächsten Tag auszuliefern. Okay. Ja, wir haben es durchgecheckt, haben gemerkt, das sind keine Sachen. Das Geld vom Kunde war am nächsten Tag da und dann konnte der das Auto mitnehmen, weil da waren keine Einbauten, keine Teile, nichts dran. Ja, und wenn das Einbauten sind, wo wir wissen, die kriegen wir sofort, dann kriegen wir das in 2 bis 3 Wochen eigentlich immer hin. Okay. Kommt auch immer drauf an, wie schnell das geht. So, und bei diesen Fahrzeugen, das sind Bestandsware und das sind dann auch Geschichten, wo du auch ziemlich gute Preise erzielen kannst. Also wo du auch mal wirklich so, ich sag mal kurz, entschlossene Angebote haben kannst. Du kannst das Fahrzeug generell trotzdem noch individualisieren, zum Beispiel über Autarkpakete. Kannst du Markise nachträglich einbauen lassen, so, falls keine drin ist. Navi-Rückfahrkamera, falls keins drin ist. Kannst du alles noch über den Händler, also über uns machen lassen. Aber Bestandsware prinzipiell immer preislich sehr attraktiv gestaltet. Das heißt, gerade jetzt in der Zeit. Du würdest also jemandem, der jetzt
recht schnell am liebsten ein Auto haben möchte, empfehlen, mal beim Händler vorbeizugucken und mal gucken, was hat der auf dem Hof stehen. Auf jeden Fall nicht nur der recht schnell eins haben möchte, sondern jemand, der wirklich auf die Preise schaut, denn die Preise haben sich sehr zugunsten der Kunden entwickelt. Mhm. Ich meine, man muss da auch ehrlich sein, ne? Wir hatten es vorhin drüber, die letzten 3-4 Jahre sind die Preise enorm gestiegen und das kann der Händler nicht ausgleichen. Also er kann jetzt nicht sagen, ja gut, die Preise sind jetzt so und so hoch gehe ich jetzt wieder runter, weil so viel Margen haben wir gar nicht. Aber wir gucken natürlich trotzdem, dass wir die Preise marktgerecht gestalten, also wir uns halt an die Nachfrage einfach anpassen. Was passiert denn da jetzt? Also alle sehen ja irgendwie, die Preise sind immer gestiegen. Jetzt scheint da irgendwie so ein Deckel zu sein. Mhm. Ich glaube, viel höher können die nicht mehr. Jetzt kann ja der Hersteller nicht mehr zurückgehen und sagen, das Ding, was letzte Woche noch 90.000 gekostet hat, kostet jetzt nur noch 70. Ich glaube, also ich weiß es auch nicht. Wir hatten auch schon alle Szenarien in der Vergangenheit. Da kamen dann Sondermodelle irgendwann. Was jetzt ganz, ganz prominent ist, ist dann passiert immer mal wieder was auf die Bestandsware. Wir haben da eigentlich auch immer, sind da ganz gut aufgestellt. Wir machen auch immer gerne ein paar Aktionen auf die Bestandsware jetzt aktuell. Jetzt warte mal. Das heißt, auf der einen Seite ist es der Hersteller, der von sich aus ankommt. Kommt immer drauf an, ja. Macht. Und auf der anderen Seite der Händler, der selber auch was macht. Genau. Okay. Der Händler macht, der gibt Preise nach. Bei uns ist es so, wir gucken schon, dass wir marktgerecht einen guten Preis haben. Mhm. Das wird auch, glaube ich, von uns erwartet mit unserer Größe. Das heißt, da kann man, glaube ich, schon einen ziemlich guten Preis erwarten. Und wenn man es auch mal wirklich vergleicht, ich denke, da sind wir wirklich gut unterwegs. Aber auf dem Caravan-Salon Düsseldorf zum Beispiel, das war das beste Beispiel, da gibt es dann den ein oder anderen Hersteller, der auch mal auf die Bestandsware was gibt. Okay. Ja, um halt den Verkauf nochmal anzukurbeln. Du hast gerade Sondermodelle gesagt. Mhm. Ist da irgendwas, wo du sagst, oder weißt du, dass da jetzt irgendwie Modelle kommen, wo es sich lohnt zu warten? Und was ist da besonders? Das Ausstattungspaket ist der preisgünstiger, Einstiegsmodell, Entry? Es ist jetzt, glaube ich, nichts groß erwartet. Was jetzt zum Beispiel zur CMT passiert, wissen wir selber noch nicht. Okay. Habt ihr keine Information? Noch nicht. Das wissen wir meistens immer so ein paar Wochen vorher. Dann, okay. Was es gibt, dann müssen wir das halt warten, bis die CMT kommen, weil das dann meistens an den Endkunde dann auch kommuniziert wird im Best Case. Was wir zum Beispiel machen, wir machen auch Sondermodelle, wo du halt noch ein paar einbaut, ein bisschen Sonderausstattung drin hast, dann hast du da Preisvorteile. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade, wenn das Video rauskommt, wird es wieder vorbei sein, haben wir jetzt Black Weeks. Also genau, ja. Da sind wir auch, haben wir auch nochmal wirklich scharf kalkuliert auch, gucken natürlich, dass wir da, ja, es ist immer wichtig, dass der Kunde wirklich das Gefühl hat, Mensch, das ist wirklich fair, was hier gerade passiert. Würdest du denn, also in der Vergangenheit war das so, dass mir auch Follower erzählt haben, dass sie beim Händler ausgelacht worden sind, als sie nach Rabatten gefragt haben. Was würdest du denn dem Kunden heute mitgeben? Wer jetzt heute ein Fahrzeug haben möchte, der jetzt nicht zu dir kommt, sondern irgendwo anders hingeht, was sollte der denn mitnehmen? Ja, wenn er woanders hingeht, dann soll der vielleicht doch zu uns kommen. Also, nein, aber also was ist drin? Kann man sagen, 20% gehen immer? Nee, also im Urban-Bereich bist du teilweise schon da. Also wenn du jetzt, würden dir jetzt bei manchen Urban-Vehicle, die jetzt viel da sind, hast du das schon. Ja gut, die sind aber auch massiv nach oben gegangen, ne? Genau, dann im Wohnmobilbereich ist das jetzt nicht so krass. Der ist relativ stabil gewesen, aber auch da gibt es attraktive Preise. Es kommt immer drauf an. Wir gucken jetzt, dass wir mit einer Sonderedition, wo wir noch ein paar Sachen drin haben, dann kommst du auch da raus. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen schön gerechnet, ne? Du hast ein paar Einbauten drin und auf die Einbauten hast du dann vielleicht einen Mengenrabatt bekommen. Dann kannst du dem Kunde auch mehr wieder nachgeben. 20% ist wenn man es jetzt wirklich overall betrachtet, schon ziemlich heftig. Nicht so viel, ich habe auch schon Leute gesehen, die werden dann mit einer 19, also Mehrwertsteuer geschenkt. Das ist dann so, dass dann meistens haben wir auch schon kommuniziert, ja, wir hatten dann ältere Modelle, die nicht so krass von der Preisentwicklung betroffen waren und das haben wir dann aber auch kommuniziert hier. Hast ein 22er Modell, ist fast das gleiche, aber kriegst du noch du zum alten Preis sozusagen haben oder hast noch ein bisschen mehr Marge dran. Aber du meinst schon, man kann als Kunde durchaus geradeaus dem Verkäufer mal sagen, also 5-10% hätte ich schon gern.
Ja, das kommt immer drauf an. Wenn du, kommt aufs Fahrzeug wirklich drauf an. Wenn du jetzt eins hast, was nach wie vor sehr beliebt ist, dann... Beispiel wäre jetzt der MLT 580, ja, von Hümer. Beliebtes Fahrzeug, schön gemacht, auch keine Preiserhöhung drin gewesen zum Modell, also fast nicht, so 1% oder irgendwas. Und immer noch von der Preis-Leistung das Beste, was du in dem Bereich kriegen kannst. Ja, also wenn du, haben wir das Thema, wenn du einen schönen Allrad haben willst, dann wirklich. Bitte da. Genau. Ja, und da ist auch ganz klar, wir kriegen da auch nicht jetzt die Masse zusammen und ist von Hümer auch gar nicht gewollt. Und da können wir jetzt auch nicht sagen, ja, gibt es jetzt 5% oder 10%, sondern wir sagen halt, wir gucken, wie viel wir haben, wie es läuft. Und wenn wir merken, dass es nicht nachgefragt ist zu dem Preis, dann gehen wir ein bisschen runter. Okay. Ist auch immer die Frage, der Ton macht ein bisschen die Musik. Also wir schauen, dass wir sehr transparent sind, dass der Kunde wirklich nicht mehr groß verhandeln muss, weil es auch immer anstrengend ist. Und wir hatten es vorhin mit den Küchen drüber, dann kriegst du, kriegst du bei der Küche 50% auf alles. 50% und dann gibt er nochmal 10% und dann denkst du. Und dann denkst du halt, ja, was wäre jetzt passiert, wenn ich nicht gefragt hätte. Ja, genau. Und das ist halt eine Herangehensweise. Ich glaube, die ist nicht mehr zeitgemäß. Ich denke schon, dass wir da ein bisschen gucken müssen, transparent zu sein. Und wir gucken, dass wir marktgerecht sind. Und der Kunde kann uns immer auf Preise ansprechen, gerne auch. Wir müssen ja nicht alles mitgehen, was er fordert. Klar, aber nein, ist auch eine Antwort. Ausgelacht oder irgendwie sich über irgendjemand lustig machen, wenn das bei uns vorkommen würde, da würde ich natürlich auch eingreifen. Das geht so nicht. Was würdest du denn jetzt einem Kunden mitgeben? Also wenn jetzt kommt jemand zu euch, der hat die Preise gesehen, ist glaube ich relativ klar, ihr habt da ordentlich reduziert bei vielen Fahrzeugen. Ja. Was würdest du dem denn jetzt sagen? Heute kaufen, warten? Ja, natürlich sage ich heute kaufen, ne? Das ist ja klar. Ich bin Händler, also das sage ich klar. Aber jetzt, wir haben selber schon ein paar Videos in der Richtung gemacht. Jetzt sagt der eine, ja, noch ein halbes Jahr, dann gibt es die Schweinepreise, noch ein Jahr. Dann kommen die Corona-Autos wieder, ne? Genau. Ja, Corona-Camper kommen zurück. Ich bin der Meinung, man sollte sich da ein bisschen davon lösen. Aktuell sind die Preise sehr gut, man kann wieder was erzielen. Du hast aber auch eine gewisse Zinsentwicklung, die du auch wieder berücksichtigen musst. Also ist vielleicht finanzierende Option. Jetzt haben wir zum Beispiel mal so ein paar Deals und das kann in einem Jahr schon wieder anders aussehen. Ne? In einem Jahr kann die Nachfrage wieder groß sein. Und es kann aber auch schlimmer sein. Also ich glaube, wenn du Bock hast, jetzt campen zu gehen, dann mach's jetzt und du wirst auch einen guten Preis erzielen können. Aber wenn du natürlich sagst, ja, ist jetzt eh nichts für mich gerade, ich will das gerade gar nicht, dann wirst du vielleicht auch warten. Also aber diese großen, ich kaufe jetzt mal ein Auto, das kann ja im Wert nur steigen, das ist auf jeden Fall vorbei, ne? Nee, das ist vorbei. Also gerade auch bei den Inzahlungnahmen merken wir es, da sind noch, also nicht nur wir oder nicht nur die Händler, sondern auch die Kunden klammern sich noch so ein bisschen an die alten Zeiten, so nach dem Motto, ich krieg doch viel mehr für mein Auto. Das ist als halt, er gekostet hat, genau. Ja, das ist, glaube ich, schon vorbei. Wie gesagt, wenn jetzt mal wieder eine neue Pandemie ausbricht und die Regelungen wieder so günstig sind für Wohnmobile, dann sieht es wieder anders raus. Aber ich denke mal... Wir uns hier wieder mit einer Maske. Ja, genau. Damit ist jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht zu rechnen. Okay. Und man muss sich darauf einstellen, dass das Wohnmobil an Wert verliert. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir jetzt gerade in einer stabilen Preislage sind wieder. Ja. Kleiner Tipp noch, Preis-Leistungssieger von den Marken, die du auf dem Hof hast? Das ist tatsächlich abhängig, aber ich würde schon sagen, Sunlight, Detlefs, vor allem im Einsteigersegment Sunlight ganz stark, im Mittelklasse-Segment Detlefs. Und wenn du Doppelboden haben willst, hatten wir es auch in unserem Video schon drüber, dann hast du ein Leica zum Beispiel, extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, mit unter 100.000 kriegst du den ja bei uns schon. Also toll auch. Ja, das sind so die Preis-Leistungs-Sieger meiner Meinung nach. Bevor wir das jetzt hier beenden, wir haben jetzt hauptsächlich über Wohnmobile gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich bei den Caravans aus, also bei den Anhängern gewissermaßen, den Wohnwagen? Ja, das ist auch interessant, hat sich das entwickelt. Der Wohnwagen ist jetzt viel interessanter geworden im Vergleich zum Wohnmobil, weil der nicht von dieser ganzen Chassis-Thematik betroffen war. Ah, dieses ganze Fiat Ducato 8-Thema, das alles klar ist beim Wohnwagen natürlich nicht. Okay. Der ist nicht so krass im Preis gestiegen und ist immer noch
relativ lukrativ. Also kriegst immer noch einen guten Wohnwagen für, also beim Seatjoy zum Beispiel für 20.000, teilweise unter 20.000. Okay. Und hast dann wirklich einen Einsteiger-Wohnwagen, wo alles drin ist. Also Bett, Toilette, Bad und Platz auch. Wie haben sich da die Stückzahlen entwickelt? Weil Wohnmobile ging ja wohl ziemlich nach oben jetzt während der Corona-Phase. Das kannst du eigentlich auch ganz gut sehen. Also der Campervan ging so, das Wohnmobil ging so und der Wohnwagen war stagniert, teilweise ein bisschen runter. Ach, okay. Und jetzt ist zumindest mein Gefühl, dass er wieder anzieht. Also es fällt immer mal noch ein Wohnwagen irgendwie mit, weil, weiß ich nicht, weil glaube ich einfach da die Leute sagen, Mensch, bevor ich mir jetzt so ein teures Wohnmobil kaufe, dann gehe ich lieber vielleicht mal zum Wohnwagen über. Recht, ne? Jetzt war ja das Schlimmste, was einem immer passieren konnte in den letzten Monaten oder Jahren, kann man ja fast sagen, dass man mal was hatte am Wohnmobil. Da hast du eine Werkstatt angerufen und dann hieß es so, ja, kommen Sie doch mal in 12 Monaten. Mhm. Hat sich da jetzt auch was verändert oder sind die Servicezeiten immer noch eine Katastrophe? Ich muss dazu sagen, ich warte seit inzwischen einem halben Jahr auf so eine Klappe von meiner Tür. Die ist dann zwischenzeitlich auch mal geliefert worden, leider die falsche. Ja, solche Einzelfälle haben wir auch immer mal wieder, so wirklich extrem lange Lieferzeiten und dann ist es am Ende vielleicht sogar noch das falsche Teil. Das kann passieren. Wenn du nach einer Woche das Teil bekommst und feststellst, es ist das Falsche, dann ist es ja kein Stress. Ja? Dann merkt der Kunde ja meistens auch gar nicht. Aber klar, das kann passieren. Servicezeiten sind, glaube ich, nach wie vor relativ krass. Also man muss, glaube ich, schon frühzeitig immer mal wieder gucken, gerade wenn man Urlaub fahren will, das gut planen. Vorher am besten mal anrufen und fragen, hey, wie sind denn die Servicezeiten bei euch? Aber woran liegt es denn? Teile oder einfach zu viel los? Fehlendes Personal? Du hast eigentlich gerade alle Sachen schon aufgelistet. Also Personal ist das eine Thema. Dann ist die Frage, wie viel wurde in der letzten Zeit in den Service investiert? Also Infrastruktur, größeres Gebäude vielleicht, Fachkräfte und so weiter. Das ist auch wieder ein Thema. Die wachsen leider auch nicht auf Bäumen. Mhm. Da musst du auch immer gucken, wo du sie herbekommst. Und dann hast du dann auch hin und wieder noch so Geschichten, wo dann halt auch Chaos verursachen. Also Fahrzeug ist ausgeliefert, Teil war noch nicht lieferbar, musste nachgebaut werden, sage ich jetzt mal, oder später eingebaut werden und dann kommt das Auto wieder rein. Dann solche Fälle, ne? Du stellst beim Raus-Reinmachen fest, Mensch, so ganz so ist es noch nicht. Und dann muss man auch einfach mal realistisch sagen, ein Wohnmobil, wenn du damit in den Urlaub fährst, du merkst, dir fallen meistens dann schon Sachen auf, die Garantie sind, Garantiemängel einfach. Das ist dann vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber man muss auch die Herstellung einfach mal so ein bisschen begreifen. Es ist halt sehr viel Handarbeit, das ist Leichtbau, das sind filigrane Teile. Wenn da halt sich das Fahrzeug verwindet mit dem Holz und dem GFK, dann kann es halt mal passieren, dass da ein Spaltmaß nicht passt, eine Klappe irgendwie kaputt geht oder bestes Beispiel, das Kombirollo schrottet man halt, weil man vielleicht mal zu fest zieht. Aber jetzt konkret angenommen, ich habe jetzt irgendwas an meiner Truma-Heizung. Ich rufe hier an und sage, Heizung geht nicht mehr. Genau. Wie lange muss ich warten? Bei uns ist es jetzt, wir können Termine machen, 3 bis 4 Wochen, sage ich jetzt mal. Okay. Kann natürlich jetzt je nach Zeitpunkt des Videos sich wieder unterschiedlich zeigen. Wir haben stark in den Service investiert, mit dem Gebäude hier in Wertheim vor allem schon. In Mannheim ist die Werkstatt nach wie vor uns ein sehr wichtiger Punkt. Wenn jetzt jemand einen Notfall hat, dann kriegen wir den meistens auch noch irgendwo unter. Also wenn er wirklich feststellt, Mensch, meine Heizung ist kaputt oder keine Ahnung, wirklich krasse Sachen, wo du weißt, das muss jetzt gemacht werden. Also das heißt jetzt nicht, dass die SAT-Anlage nicht funktioniert, sondern das heißt halt wirklich, mein Kühlschrank geht nicht und ich bin gerade auf dem Weg in den Urlaub. Dann machen wir sofort. Also wenn die Teile da sind, wir geben uns da sehr viel Mühe, dass wir den Kunde noch irgendwie reinkriegen. Wir gucken jetzt auch ganz vermehrt, dass wir Fremdkunden aufnehmen, dass die bei uns kommen können, bei uns auch herkommen. In manchen Händlern, und da sind wir in Mannheim auch noch gerade dran, dass wir das auch wieder ausbauen, dass wir auch wieder die Fremdkunden mit reinnehmen. Es wird teilweise nicht so ganz gehandhabt. Und wir schauen einfach, dass die Leute bei uns unterkommen irgendwie. Und ich glaube, mit 3 bis 4 Wochen sind wir aktuell ganz gut aufgestellt. Das hört sich noch ganz gut an. Ja. Jetzt hast du gerade selber gesagt, das neue Gebäude. Ich glaube, oder ich behaupte jetzt einfach mal, in dieser, nennen wir es mal, goldenen Zeit in den letzten Jahren, hat der ein oder andere Händler wahrscheinlich auch ein schönes neues Gebäude gebaut, viel, viel investiert, hat jetzt sehr viele Fahrzeuge auf dem Hof stehen und jetzt stehen die da. Mhm. Glaubst du,
dass das für alle Händler gut ausgeht, was da gerade passiert am Markt? Nee, mit Sicherheit nicht. Also ich glaube nicht, dass es für jeden unbedingt gut ausgeht. Viele der Fahrzeuge sind fremdfinanziert, das ist im Pkw- und Wohnmobilbereich normal. Und du weißt ja, was du gerade kriegst. Also weiß ich, der Euribor-Leitzins ist bei 4%. Mhm. Dann kannst du noch deinen Aufschlagsatz draufrechnen. Das kommt halt auch wieder drauf an. Ne? Also bei guten Händlern ist er zwischen 1-2%. Mhm. Und bei anderen Händlern kann der halt auch mal zwischen 2-4% liegen. Und je nachdem, wie gut gewirtschaftet wurde und wie gut die Prozesse aufgestellt sind, kann es sein, dass der Händler entweder das merkt, ein bisschen merkt und das irgendwie schafft, aber es gibt auch andere, die stehen da wirklich am, also da sind die Linien auch voll. Die, okay. die können nichts mehr abnehmen. Das kann auch sein, ja. Und ich glaube nicht, dass da alle easy durchfahren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere davon entweder mit einem blauen Auge davon kommt oder halt, dass es vielleicht auch schwieriger werden kann. Was kann ich denn als Kunde machen, wenn ich mir da jetzt Sorgen mache? Ja, das Thema hatten wir auch schon bei uns auf dem Kanal aufgearbeitet. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr euch einen seriösen Handelspartner sucht, der auch vielleicht schon ein bisschen länger da ist, weil das spricht meistens dafür, dass da auch schon Eigenkapital da ist. In unserem Fall in Wertheim wäre das jetzt eigentlich ein Argument gegen uns, aber da bin ich mit ein breites, wir sind auch erst seit 3 Jahren hier, aber mit ein breites Selbstvertrauen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, auch finanziell. Dann ist es immer wichtig, ich weiß nicht, ob man das rauslesen kann. Ich würde jetzt, glaube ich, einen Betrieb erkennen, der gut funktioniert, ob der gesund ist, ob der gesund dasteht, im Vergleich zu einem, der es nicht ist, und dann einfach gucken. Also bitte einen seriösen Händler suchen, wo ihr das Gefühl habt, da steckt was hinten dran und der ist jetzt nicht einfach morgen umgeflogen, sondern der macht weiter und der gibt auch weiterhin Gas. Ja. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. War sehr, sehr spannend. Sehr gerne, ja. Cool, dass du das Video gemacht hast. Freut mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ist immer spannend. Weil aus Sicht eines Händlers sind ja viele Dinge dann doch anders. Und ich glaube, da war jetzt für den einen oder anderen echt was Neues auch dabei, eine neue Information. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dankeschön dafür. Sehr gerne. Und wie gesagt, wenn du noch Fragen hast oder ihr noch Fragen habt, dann jederzeit. Schießt los. Kanal ist verlinkt. Der Philipp hat nämlich auch einen sehr guten YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön. Ja, weil du in dem Moment, wo du da gerade gedreht hast, ist der Kompressor aus, ja. Stimmt, es läuft so gut. Es geht so nicht weiter.